Ja, funktioniert, solange ich halbwegs in die richtige Richtung spreche. Dann will ich euch was erzählen, wie wir vom Schneidplotter zu einem T-Shirt gekommen sind oder eigentlich zu einem dicken Bügeleisen, mit dem man nicht richtig bügeln kann, aber T-Shirts machen und irgendwie viel besseren HPGL-Dateien. Und was das genau ist, das erzähle ich jetzt. Damit geht's weiter. Genau. Eigentlich wollten wir ja nur so ein tolles T-Shirt haben. Was für ein T-Shirt? Wovon redet der eigentlich? Darum geht's. Wir machen Zeitsprung zurück, irgendwann im November dieses letzten Jahres. Ah, wir haben demnächst Kongress. Lass mal einen Gag machen. Das haben wir schon häufiger geplant. Wir machen 32 C3 T-Shirt. Wenn nicht ganz im Zeitrahmen drin ist, der jetzige Kongress, der zuletzt war, ist der 31 C3 und der nächste wäre dann der 32 C3. Hack to the Future. Zur Referenz, wir kommen aus der Zukunft. Irgendwie ein cooles T-Shirt, lass das mal produzieren. Und der erste Plan war natürlich, ja, wir sind faul, wir lassen uns das T-Shirt machen. Gibt ja so Händler, die haben mittlerweile so viele T-Shirts und Gerätschaften, die verkaufen die sogar mit eigenen Motiven. Verdammt! Das heißt. Das, der Fehler ist auf jeder Folie. Genau, und ich finde auch so ein Konzept. Genau, aber was dann so passiert, nicht, man macht dieses, man macht jenes, aber man bestellt diese T-Shirts nicht und kümmert sich nicht gescheit drum. Man hat dann zwar irgendwie ein Logo, aber keine T-Shirts. Ah, lass mal schnell T-Shirts bestellen. Nee, bis Weihnachten gibt es keine T-Shirts mehr. Nach Weihnachten ist der Kongress. Ja, dann gibt das wohl keine T-Shirts. Plan C. Wir haben doch so einen Schneidplotter. Damit kann man Dinge tun, wie zum Beispiel plotten. Hier mal kurz so zwischendrin noch reingeworfen, ein paar technische Daten. Das Ding hat eine theoretische Auflösung von einem Viertel, nee, Vierzigstel Millimeter. Kann effektiv aber nur ein Zwanzigstel. Das ist so ein bisschen durch die Software und die Genauigkeit der Maschine geschuldet. Und wenn man einmal im Kreis fährt, dann ist man meistens irgendwie um so ein Zehntel Millimeter daneben. Man kann ihn hoch und runter fahren lassen, schneiden lassen. Und man findet zu diesem Hersteller auch irgendwie nichts. Das ist unser Modell. Das steht da hinten drauf. Nur mal kurz hervorgehoben. Wir sind als nächstes kommt das Handbuch. Und irgendwo weiter unten gibt es dann noch so eine Anleitung, wie jemand das Ding irgendwie konfiguriert. Wobei das schon, diese ganzen P-Cut-Modelle, ist das gleiche Modell bei einem anderen Hersteller. Das ist irgendwie so ein generisches Standard-China-Modell. Den Hersteller Kogi selber gibt es nicht mehr, aber es gibt noch so einen anderen. Da heißt das dann P-Cut von Creation. Es gibt auch noch Creation HK. Alles ein bisschen gruselig. Aber man kann damit tolle Sachen machen. Das funktioniert, wenn man es richtig macht. Genau, wir haben ihn geschenkt bekommen. Dafür auch ein herzliches Dankeschön an den Spender, der das an den Verein weitergereicht hat. Unter der, glaube ich, Bedingung, dass wir das Ding benutzen und dass es danach benutzbar bleibt. Daran haben wir gearbeitet. Man kann damit eben tolle Sachen malen, wie gerade malen, Aufkleber machen. Hier bitte ich immer zu merken, an die Ecken, da komme ich später nochmal drauf wieder. Oder sogar invertiert Aufkleber machen und dann ätzen. Oder man kann auf die Idee kommen, ey, wir organisieren uns eine T-Shirt-Presse, wir machen T-Shirts selber. Das ist super. Ja. Das war voll die tolle Idee. Genau. Das ist alles Absicht. Ich habe 25 Rechtschreibfehler in den Folien und wer sie alle findet, kriegt nachher von mir einen Bonus. Die unten zählen nur einmal. Genau. Genau, Inkscape ist ein tolles Programm, mit dem kann man Dinge machen. Hier in dem Fall, wie das Ganze dann eigentlich passiert, wenn wir da irgendwie Grafiken draufwerfen, um sie nachher für den Schneidplotter aufzubereiten. In dem Fall genau das, was dann nachher am T-Shirt draus werden sollte. Wichtig ist, man darf nur Pfade haben, sonst funktioniert das mit dem Export nicht richtig. Aber dann funktioniert das schon halbwegs gut. Wir machen das nochmal ein bisschen einfacher. Wir nehmen ein anderes Beispielbild. Da sind ein paar mehr Effekte nachher dran zu sehen. Das ist die dritte Ebene von dem Bild, das ich ganz am Anfang gezeigt hatte. Die Datei nimmt man, exportiert sie als HPGL. Das kann Inkscape von zu Hause aus. Total super, denkst du? Das schiebst du einfach auf den Drucker, auf den Plotter und dann funktioniert das. Hier noch so ein paar schöne Mankos an der Seite. Eine DPI-Zahl, die nicht gerade ist. Woran liegt das? Ja, diese anfangs erwähnten 40 Pixel, 40 Punkte pro Millimeter sind genau das. Wenn man das wieder nach Inch umrechnet, kommt da 1016 bei raus. Das ist eine metrische Einheit, HPGL.
Das war super, aber irgendwie ein bisschen gruselig, wenn man das in Inch anzeigt. Genau, und dann fällt da eine Datei raus. Die sieht ungefähr so aus. Was man sich da jetzt drunter vorzustellen hat, grün heißt, das ist der letzte Pfad, das heißt, der fängt bei dem anderen da unten in der Ecke an und dann irgendwo da lang und nicht. Man kann das ziemlich genau erahnen, wo er lang fährt. Übersichtlich, sieht total sinnvoll aus und er fährt da irgendwie halt dran lang, total chaotisch. Und die Ecken, die sind nämlich doof. So ein Messer von so einem Schneidplotter, das ist nicht mittig. Das dreht sich nach, damit man nämlich mit dem Messer schneiden kann. Weil mit einem punktförmigen Messer zu schneiden, wäre irgendwie eine ziemlich dämliche Geschichte. Das funktioniert nicht so richtig, also zieht man so ein Messer hinter sich her. Und dann passieren solche Sachen. Die Ecken sind rund. Das kann doch nicht sein, muss funktionieren, geht auch, man kann die Ecken so hinkriegen, man kann die Ecken auch so hinkriegen. Das ist nämlich genau das, was man eigentlich tut, um zu verhindern, dass er dann an so einer Kurve die Kurve zu kurz zieht. Weil wenn man sich das hier genau vorstellt, stellen wir uns an diese Drehachse und er fährt jetzt genau die Kurve in die Ebene, in die Beamerfläche rein, dann zieht er so eine Kurve hinter sich her. Und ausgleichen lässt sich das, wenn man ein bisschen dran lang fährt an der Kurve, dass diese Schnittkante an dem Punkt ist und dann im Bogen zurückfährt, damit man das nachdrehende Messer ausgeglichen kriegt. Ja, das machen wir auch in dem Fall. Funktioniert super. Wir kriegen auf einmal eckige Dinge raus. Das war für das Logo auch nicht ganz unwesentlich. Nächster Punkt. Ja, das Messer ist immer noch nicht punktförmig und diese Algorithmen fangen an den Ecken an und hören an den Ecken auf. Und dann hat man so Effekte. Man fährt hier lang, da lang, da lang, da lang, wieder hoch. Er hat den Anfang nicht richtig getroffen. Das Messer war möglicherweise noch ein bisschen schief. Ja, und das Ende, da ist er dann auch nicht mehr weit genug gefahren. Und dann haben wir schlussendlich irgendwie so ein Ding, was immer an einer Ecke fest ist. Wenn man jetzt danach halt die restliche Folie drumherum oder das Objekt in der Mitte entfernen will, muss man jedes Mal danach schneiden. Das nervt ungemein. Wenn man drei Dinge hat, die man rausmachen muss, ist das okay. Das Bild von vorhin, als in Erinnerung gerufen, da sind, weiß ich nicht, 50 solche Pixel drauf. Das ist ein T-Shirt. Wenn man davon 10 macht, oder 20, gut, es waren 14 am Ende, dann ist das ganz schön anstrengend. Lässt sich aber vermeiden, wenn man nämlich ein paar Sachen umgehen. Wir schneiden doppelt, wir gehen um die Kurve, ne? Schneiden doppelt. Und fangen in der Mitte an. Ich visualisiere das hier nochmal durch diesen Knick. Der passiert natürlich in echt nicht, aber da sieht man, der fängt in der Mitte an zu schneiden und fährt dann drumrum. Das funktioniert jetzt in nahezu allen Fällen. Man hat jetzt noch ein Problem, wenn natürlich die Genauigkeit von dem Pfad irgendwie zu sehr davon wegkommt, dann hat man immer noch so eine Stelle, wo er nicht so wunderhübsch abgefahren ist. Aber man kommt schon mal eine ganze Ecke weiter, weil die meisten Sachen auf einmal von alleine abgehen oder halt dranbleiben, weil man sie nicht mit runterzieht. Das kann nämlich auch noch passieren, wenn man so kleine Ecken hat. Und dann haben wir noch so was anderes. Das, was man gerade eben schon gesehen hat, der fährt die Pfade so ab, wie sie in der Datei drin waren. Also Objekt 1, 2, 3 und so, wie sie halt auf der Seite verteilt waren. Das lässt sich durch Umsortieren lösen. Gehen wir nochmal auf das Bild zurück. So sieht das aus, wenn das unbehandelt ist. So kann das aussehen, wenn man da einfach mal mit ein bisschen Grips beigeht und die Sachen umsortiert. Dann fängt er unten in der Ecke an, macht die Objekte, die da sind, dann nimmt er die nächsten, die da so in der Umgebung sind und eiert sich so der Reihe nach lang. Übermäßig optimal ist das immer noch nicht. Man kann sich fragen, wieso fährt der immer diese langen Strecken da lang? Das liegt an einem ziemlich simplen Optimierungsalgorithmus. Das Ding wird in ein paar Streifen aufgeteilt, weil die eine Achse bevorzugt wird und dann fährt er nach links lang, fährt hoch und fährt die nächste. Sorgt aber schon mal für schnellere Ergebnisse, weniger Ungenauigkeit, weil er nicht die ganze Zeit das Durcheinander wackelt. Ja, und insgesamt hübschere Dateien. Wenn man jetzt nochmal genau guckt, mal abgesehen davon, dass sich da ein bisschen andere Zoom-Faktoren drin haben, weil der eine auch noch automatischen Rand hinzugefügt hat und solche Späße, haben wir hier auf die Ecken zu achten. Die sind jetzt nämlich auch alle ausgeglichen. Dafür sieht das jetzt, das sieht jetzt aus, als ob es überhaupt nicht mehr funktionieren würde, ob man Puzzleteile produziert oder sowas ähnliches. Aber am Ende kommt genau sowas bei raus. Man sieht zwar immer noch, man hat so ein paar Ausreißer, die irgendwie da irgendwie anders aussehen. Hundertprozentig eckig kriegt man es nicht. Das ist unterschiedlichen Dingen geschuldet, wenn das Messer vielleicht doch noch nicht ganz so perfekt saß. Diese Zahl, die man einstellt, muss halt sehr, sehr genau eigentlich gewählt werden. Aber man kriegt Ergebnisse, die schon mal aussehen, als ob das halbwegs Pixel sein soll. Und das kann man dann als Retro verkaufen und nicht als, ja, wir haben da runde Ecken gemacht. Das ist sowieso hübscher, das ist total modern. Kann ich noch eine Banane aus Geld daneben legen können, damit man sich ein bisschen kleiner ist? Ja, das stimmt natürlich. Wir machen das jetzt mit Koma for Scale. Also das ist mein Oberkörper.
Das Bild ist leider nicht so sonderlich hochauflösend. Ich hätte da mal noch ein hübscheres Foto machen können. Man kann die Pixel ungefähr erahnen. Das Bild ist 20 cm breit. Das ist so als Hinweis. Hat funktioniert. Wir haben ein T-Shirt gemacht. Das war das Erste. Mit Pixelfehler, genau. Ich kann das nachher mal noch rumgeben. Wer kann ja vielleicht, der eine oder andere findet den Fehler vielleicht sogar. Wobei, hier ist dunkel genug, hier sieht man den fast nicht. Und dann sind wir dazu übergegangen und haben auf dem Kongress natürlich auch noch munter andere Dinge optimiert und geplottet. Das ist ein schönes Logo. Also wir haben nur das obere gemacht. Die anderen beiden war, glaube ich, das RZL oder so auf vergangenen Kongressen. Ist ein Fehler in dem Bild, aber dafür sind wir nicht verantwortlich. Den verrate ich nicht. Bei dem ist uns noch schön aufgefallen, man muss sich nämlich noch Gedanken machen bei diesen Flexfolien, dass man darauf achtet, sie richtig rum zu spiegeln. Wenn man sie nämlich, wenn man nochmal zurück auf das Ding, so schneidet, wie sie das sind, diese Perspektive, das ist von oben, dann hat man das Problem, dass jetzt auf diese Fläche das T-Shirt draufkommt, von oben. Und wenn man dann von der anderen Seite guckt, dann ist es spiegelverkehrt. Ganz wichtig, da muss man vorher spiegeln. Bei dem Logo ist das egal. Wir haben aber dran gedacht, aber erst danach erst gemerkt, dass es egal ist. Das hat nämlich eine Spiegelachse und dann kann man das drehen und wenden, wie man möchte. Bei dem übrigens auch. Genau. Da wäre es dann relevanter geworden. Ja, das waren so ein, zwei Beispiele von den Dingen, die wir da irgendwie noch produziert haben, die da nebenbei bei abgefallen sind. Ha, jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe, bevor ich den Vortrag gestartet habe. Die Aufzeichnung. Also das Video, das tut mir leid. Aber dann machen wir das jetzt auch kurz und knapp am Ende. Die letzten wichtigen Teile. Die Software, die wir aktuell benutzt haben, ist auch im Wiki verlinkt. Das ist das Plot-Tool. Das hat Doom mal angefangen zu schreiben, weil wir noch so ein schönes Problem hatten, dass der Drucker irgendwie nicht richtig Flow-Control gesprochen hat. Das ist ein Problem, das habe ich mittlerweile in Teilen behoben. Unter Linux funktioniert das jetzt. Da kann man Daten an den Plotter schicken und muss nicht immer darauf warten, dass er nach einem Kilobyte Daten wartet, bis der Plotter sagt Waiting. Und dann drückt man wieder Enter. Und dann wartet man wieder 5 Minuten, drückt man wieder Enter. Und dann wartet man 5 Minuten, drückt wieder Enter. Das dauert bisweilen bei so einer Datei irgendwie 23 mal Enter. Also 23 mal 5 Minuten oder so. Die 5 Minuten sind willkürlich gewählt. Das kann auch mal schneller gehen und mal langsamer. Das kommt ein bisschen auf die Befehle drauf an. Aber mit dem neuen Tool, was man ungefähr so aufrufen darf, dann macht das alles, was an wunderbarer Magic irgendwie ist, vollautomatisch, zeigt das vorher nochmal an und dann kann man das auf den Plotter schicken. Ja, wie erwähnt, Linux funktioniert das, unter OS X funktioniert das nicht. Da dachte mir erst, ja, das sind bestimmt diese Apple-User, dieses Apple-Betriebssystem, die können das alle nicht richtig mit diesen seriellen Schnittstellen, das ist irgendein Fehler im Treiber. Da hat Apple bei manchen Stellen schon so Dinge verbockt. Und dann habe ich nochmal ein anderes Programm genommen und nicht dieses PySerial, mit dem wir das eigentlich ansprechen, mit dem wir die serielle Schnittstelle ansprechen. Da denke ich, hä, wieso funktioniert das damit? Nochmal zurück mit dem alten Programm. Nee, funktioniert nicht. Oh, funktioniert doch. Ja, das Problem scheint in der Library zu liegen und nur das Betriebssystem nur in diesem Fall dann irgendwie zu treten. Das sorgt dann dafür, dass er mal Befehle weglässt oder frühzeitig aufhört und dann nicht mehr weiterarbeitet. Aber da man keinen Rückkanal über den Plotter hat, endet das Ganze ja, irgendwo. So, damit habt ihr das Ganze überstanden.